Herzlich willkommen zum Gemüsefan-Podcast. Und passend zum Sommer widmen wir uns mal dem Thema, ja, Eis essen. Und damit herzlich willkommen an meinen Co-Moderator Tom Arte. Hallo, genau. Hier ist wieder Tom Arte. Schön hier zu sein. Genau, wir schauen uns nämlich was an zum Thema dicke Menschen. Wir schauen uns von Respekt kompakt an einen Clip namens Dick und diskriminiert. Gelten Grundrechte nur für Schlanke? Und du merkst, ich muss jetzt schon lachen bei dem Titel, weil ich meine, Zu der Titel Recht. allein ist ja schon absoluter Schwachsinn. Also, als würde irgendjemand davon ausgehen, Grundrechte würden nur für Schlanke gelten. Also nach Körperform irgendwie diskriminieren. Ich meine, das Gesetz, so wie es geschrieben ist, tut nirgends irgendwie nach Körperform diskriminieren. Na, 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 Paragraph 19 des Grundgesetzes. Ab 120 Kilo ist die Redefreiheit eingeschränkt. Also, wie Ja, kannst du irgendwie das nicht sowas. wissen? Ich finde ja auch den Text schon ganz schön nett. Also hier diesen Oh, lies mal Teaser-Text. vor. Haben alle Menschen gleiche Rechte? Nicht, wenn sie zu viel wiegen. Also wird hier einfach schon so, nicht, wenn sie zu viel wiegen, wird hier gleich so reingeknallt. Dicke Menschen fühlen sich vielfach diskriminiert oder ausgeschlossen. Ach, Dicke Menschen, da fühlen. ist es, genau, fühlen sich vielfach diskriminiert oder ausgeschlossen. Ja, nur weil die sich so fühlen, heißt es nicht, dass es so ist. So, letzter Satz. Und es gibt nicht mal rechtliche Möglichkeiten, sich zu wehren. Wie lässt sich das ändern? Also, wir merken schon hier an jedem Satz, also, das ist mal wieder so ein Clip, der hat eine klare Agenda. Und Ja. es geht jetzt hier nicht so sehr darum, scheinbar irgendwie eine Frage aufzuwerfen, habe ich das Gefühl, sondern wirklich, dir wird ins Gesicht gesagt, ja, Dicke werden diskriminiert. Und wenn überhaupt, also dann müssen wir noch was daran ändern, so. Also ich bin ja mal wieder ob der Beispiele gespannt, die da kommen werden. Ja, richtig, wir haben auch, Also welche muss man da. Grundrechte? Genau. Man muss auch dazu sagen, wir haben das Video hier jetzt nicht vorher geschaut. Wir gehen da ganz unbefangen rein und sind sehr gespannt. Also wir haben 10 Sekunden geschaut, um das Soundbild abzustimmen, deswegen der Richtig. Einstieg mit dem Eis, aber ansonsten ist jetzt Blindflug angesagt. Und damit Richtig. wechseln wir mal in die Szene und Genau. Soll ich Play Feuer drücken oder frei. machst du? Ja. Ich bin Caro und meine Lieblingssüßigkeit ist Eis. Ich kann Eis immer essen. Völlig egal, ob im tiefsten Winter oder ob ich schon komplett satt bin nach dem Essen, Eis geht immer. Mein ganzer Freundeskreis findet das süß und die veräppeln mich deswegen auch und die bringen mir Eis mit. Ich frage mich nur, würden die Leute das genauso süß finden, wenn ich dick wäre? Oder Sie ist die Eiskönigin. würden sie. Hast du pausiert? Ach, oh, Entschuldigung, ich hatte mich gemutet. Ich hatte kurz vor uns eingeworfen, nein, sie würden das wahrscheinlich nicht so süß finden. Also. Und das nächste Jahr, also offensichtlich macht sie ja nichts falsch in dem Sinne. Also wenn sie jetzt Eis essen kann und dann immer noch schlank aussieht, dann wird sie wohl das richtig in Maßen machen, weißt du? Nein, das liegt nur an ihrem guten Genpool. Ja, natürlich. Also das finde ich immer so ein Schwachsinnsargument von Dicken. Dieses, ja, das liegt nur an den Genen. Also, Ausschließlich. ja, vielleicht zu einem geringen Teil könnte ich mir schon vorstellen. Klar, ich meine, es gibt gewisse Körperformen, die sind nun mal einfach so. Also, ja, manche Fitnessleute, die reden da ja, da gibt es Ektomorph, Isomorph, Endomorph und diesen drei Körpertypen. Wieder andere sagen, dass, ja, dass das mit den dreien sehr grob ist, aber auf jeden Fall kann man schon sagen, klar, es gibt Leute. Ich nehme zum Beispiel immer gern als Beispiel Beatrice Egli. Kennst du die Schlagersängerin Beatrice Egli? Nee, noch nie gehört. Ah, um Gottes Willen, okay. Macht auch nichts. Ich finde die super hübsch, muss ich sagen. Die hat mal vor 10 Jahren bei DSDS oder so einen zweiten Platz oder so gemacht und seitdem ist die irgendwie so eine Schlagersängerin. Jedenfalls, was ich sagen will, ich finde die ist eine super hübsche Frau und die ist auch fit und so. Aber die hat halt einfach einen anderen Körpertyp, das merkst du. Also die ist für sich schlank, aber die ist halt einfach. Naja, will sagen, ein bisschen breiter. Was halt, ist einfach eine Frau mit Kurven, sag ich mal, weißt du? Also Aber gar nicht gebärfreudige schlecht. Hüften sozusagen. Genau, genau, genau. Aber ich will das jetzt gar nicht schlecht sagen. Die ist halt nicht dick, weißt du? Die ist einfach so. Die ist einfach so gebaut, weißt du? Ja, irgendwo sind die Knochen halt immer da, ne? Genau, aber die ist jetzt nicht dick, würde ich sagen. Und das ist halt der Unterschied. Also, du kannst auch, wenn du so einen Körpertyp hast, dich halt fit halten oder fit aussehen, wie halt die Beatrice Egli. Klar, Also, klar. dass jetzt alle schlank sein müssen oder alle können das gar nicht so. Das ist mir schon klar. Aber jetzt hier mit diesem Eisthema, na gut, du merkst schon, ich Ich komme ins Schwafeln. finde es spannend auf jeden Fall, dass sie hier die Sendung
ja, letzten Endes durchführen darf. Also nach ihren neuen, ja, Senderichtlinien dürfen ja nur Betroffene, ne, Ist sich zu das solchen so? Sachen. Also, naja, wir übernehmen ja alles, was aus Amiland kommt, und wir hatten das doch bei den Oscars. Also es würde mich nicht wundern, wenn in ein paar Jahren hier irgend so ein Warnhinweis steht. Achso, diese Reportage hat nicht die korrekte Haltung oder so, irgendwie Diese sowas. Reportage wurde zu einer Zeit durchgeführt, wo es noch nicht sensibel genug ausgefertigt war, Genau. dass nur Betroffene solche Reportagen anfertigen Ist dürfen. ein historisches Zeitdokument. Ja, ich bin mal, weil du jetzt hier die Moderatoren ansprichst, ich gehe ja mal davon aus, wenn die schon hier so selbstkritisch einleitet, naja, und ich esse ja Eis, dass sie dann so ein bisschen so jetzt sehr auf Gefühle macht, weißt du? Also ich habe ja so die Privilegien, dass ich so schlank bin und so, und die Ich armen würde anderen haben nichts das anderes nicht. erwarten. Ja. Ja, genau. Wollen wir weiterschauen? Gerne. Vielleicht komisch schauen, wenn ich hier mit einem großen Eisbecher sitze? Oder würden Sie vielleicht sogar einen blöden Spruch ablassen? Bei Respekt stellen wir uns heute die Frage, inwieweit dicke Menschen in unserer Gesellschaft diskriminiert werden. Dick ist ein Eigenschaftswort und bezeichnet laut Duden etwas, das mehr als einen normalen Umfang hat. Also zum Beispiel eine dicke Jacke, die wärmer hält als eine dünne. Oder ein dicker Buntstift, der besonders deutliche Striche ziehen kann. Alter, ich bin gerade Das so ist wie angefressen. Dreijährige, ja, Jesus. Das, ja, es ist wirklich wie für Dreiecken. Dick ist ein Umfang, der etwas größer ist als was anderes. Und oh Gott, also das ist jetzt hier Das schon sehr verklausuliert. ist so wie als so ein Sprachfilm. Als würde man die Sprache lernen, so dann heute lernen wir, was dick bedeutet. Ja, so ein bisschen, als wärst du im Italienisch- oder Französischkurs in der Volkshochschule. Ja. Wir bringen hier so einen Clip. Ja, heute lernen wir Eigenschaftswörter, also Adjektive. Ja, genau. Ja. Bei Menschen dagegen wird das Wort dick meist abwertend verwendet. Und das ist gar nicht eindeutig. Denn was ist schon mehr als der normale Umfang? Wer legt das fest? Das Wer legt das fest? Das legt der Mensch ganz einfach fest, indem er sich umschaut. Ist es. Warte, wir können doch mal den Test machen. Ich gehe mal 5 Sekunden zurück und dann Ja. skippen wir mal hier durch diese, Ja, genau. skippen Die wir durch wärmer diese hält als eine Collage. dünne. Oder ein dicker Buntstift, der besonders deutliche Striche ziehen kann. So. Bei Menschen dagegen wird So, also dick, ja. Ja. Machen wir weiter. das Wort dick meist ab. Immer Immer noch. noch. Ja. verwendet. Und es ist gar nicht. Ja, ein bisschen zu Könnten wir uns viel. jetzt drüber streiten? Ja, Ja, würde ich auch das ist sagen, ein so bisschen zu die viel. Grenze, wo es Das ist so die Grenze, umschlägt. ja. 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 So, das war doch einfach, oder? Das war ziemlich einfach, oder? So, und die geht Glückwunsch. jetzt noch 12 Minuten. Gut, dann danke, dass ihr uns zugehört habt. War wieder eine tolle Sendung, Arti. Freut mich. Ja, hat Gerne wieder. Spaß Und ja, haut rein, Leute. Hier ist die gemacht. Klappe. Okay, weiter geht's. Nicht eindeutig. Denn was ist schon mehr als der normale Umfang? Wer legt das fest? Das heutige Schlankheitsideal ist kulturgeschichtlich eher ein neues Phänomen. Während. Also das, ja, okay. Ich lasse die mal kurz ausreden, aber ich will dazu gleich einen Punkt bringen. Während heute große und überschlanke Supermodels angesagt sind, die sich ihre Figuren meist erhungern müssen, wurde der Barockmaler Peter Paul Rubens vor gut 400 Jahren berühmt mit der Darstellung von üppigen Frauen, die man heute wahrscheinlich als dick bezeichnen Nee, die sind würde. üppig. Also, die sind ja Warte mal, keine ist. Fettschweine. Ja, warte mal, ist das jetzt hier ein Bild von Rubens wirklich? Weil, also, das haben sie ja Ja, wirklich ein das ist aus der denkbar Zeit. schlechtes Beispielbild genommen, weil die sind ja nun wirklich nicht fett. Also, genau, wir hatten ja vor uns das hier an diesem Schaubild festgemacht. Zu dick, zu dick, zu dick. Und hier auf keinen Fall. Und vor allem, was ich jetzt noch einhaken wollte, das ist so ein Mythos, will ich sagen, so ein Urban Myth, den man sich erzählt, dass das früher irgendwie anders gewesen wäre, das Schönheitsideal, historisch. Weil das ist absoluter Schwachsinn. Also, zum Beispiel, ihr braucht ja nur einen alten Roman lesen. Ich denke da zum Beispiel, mir ist das früher mal aufgefallen, in der Schule hatten wir gelesen Kabale und Liebe von Friedrich Schiller. Und der Schiller ist, glaube ich, so 1805 gestorben, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Also, so 18. Jahrhundert hat er das geschrieben. Und da wird auch zum Beispiel erzählt, da wird halt über, da reden die über die weibliche Hauptfigur, das ist so das Love Interest in der Geschichte. Und da wird halt, sagt der eine zum anderen, ja, der hat so eine schöne, schlanke Figur zum Beispiel. Also offensichtlich galt das schon damals. Genauso, naja, diese ganzen Dramen von damals. Ich denke da zum Beispiel an die Lotte in Werther, die Leiden des jungen Werther oder
jetzt die Gretchen in Faust und so, die wurden da niemals als dick beschrieben. Naja, also dieses, was die mit Rubens aufmachen, das ist ja noch eine Ecke früher. Und das kommt ja schlussendlich daher, dass, ja, früher gab es halt Hungersnöte. Und wenn du wohlgenährt aussahst, also fett, dann hat das geheißen, ja, die haben nichts an Hunger zu erleiden. Die können sich das Fressen immer leisten. Ja. Das kann ich mir schon Und vorstellen, aber ähnlich war es ja noch in extremer Form mit der Venus von Willendorf, heißt es ja immer, diese ja, ja. steinzeitliche Figur, die halt einfach nur einen kleinen Kopf hat und dann so ein Blob ist. Ja, also, Aber ja. bleiben wir mal bei dem Thema Kunst. Also ja, ich denke jetzt zum Beispiel auch an das Thema Gemälde. Zum Beispiel hast du doch in der Uffizien-Galerie in Florenz hängt doch dieses Bild, die Geburt der Venus oder so. Wisst ihr, was ich meine? Da ist Ja. so eine Frau, die kommt aus so einer Muschel quasi, wird die geboren zum Beispiel. Die ist auch eine schlanke Frau, also das Modell. Und generell also generell in dieser ganzen Renaissance-Zeit, die Modelle, auch bei diesen ganzen christlichen Gemälden und so, wie Adam und Eva und Pipapo, Sixtinische Kapelle, die sind alle schlank. Also, das wird auch schon damals naja, Du, das Schönheitsideal gewesen sein. Die Schönheitsideale, Normalität. wie gesagt, können sich halt ändern. Also klar, bei Rubens waren halt etwas tralligere Leute oder Frauen dann. Ja, Ja, und aber da würde ich dir jetzt gerade widersprechen, wir tut mir reden ja hier leid. nicht vom 200 Kilo Fettschwein. Ja, Wir genau. reden jetzt Also. von so einer, was ist denn das hier, sag mal, 90 Kilo Frau vielleicht. Und das wäre auch, also es ist schon hart an der Grenze bei der Körpergröße, aber Ja, ja, pff. Details unterliegen sicherlich so Moden, aber jetzt grundlegend ist es doch so, der Mensch findet andere Menschen attraktiv, die gesund wirken, die gesund erscheinen, weißt Ja. du? Und das ist einem nun mal unterbewusst klar, wenn du jetzt einen sehr dicken Menschen siehst, dann weißt du, der ist nicht ganz gesund. Also jetzt ohne, dass man das so verklausulisiert, dass man da jetzt hart drüber nachdenkt, über irgendwelche Statistiken. Ja, man hat das wahrscheinlich einfach so unterbewusst drin, dass man denkt, klar, ich meine, wie gesagt, ich fange jetzt ein bisschen mit den Statistiken hier an, das steht dann so hinten dran, du hast vielleicht eher Herzprobleme und tausend Krankheiten. Das ist ja generell bei Krankheiten, wenn du da liest, was begünstigt die und die Krankheiten, steht eigentlich fast immer darüber gewesen. Und das ist einem einfach unterbewusst schon so klar als Menschen, würde ich meinen. Ja, also vielleicht kann man es ja eindampfen, dass es immer schon gewisse Moden gab. Mal war das etwas üppigere angesehen, mal waren die schlanken Hüften angesehen. Deswegen hat sich ja weder das eine noch das andere durchgesetzt, weil wenn das dann ins Extrem schwingt, wie hier kurz angedeutet mit diesen magersüchtigen Models, das ist ja auch nicht gesund. Also das sagt dir dein Instinkt auch schon, das ist ja nur noch Haut und Knochen. Was soll das? Ne? Ist Ist dann auch alles nicht mehr klar. hübsch. Und wenn es ins Gegenteil umschwingt zu einem gewissen Grad, dann irgendwann sagt man auch, also jetzt ist. Näh. Richtig, richtig. Und da zwischen diesen beiden Polen wird das immer das Genau. Schönheitsideal herpendeln. Genau. Wir schauen mal weiter. Schon bei den alten Römern war ein dicker Körper ein begehrtes Zeichen für Wohlstand. Auch in anderen Kulturen galt ein wohlbeleibter Körper als Ideal. Vor allem dort, wo das Nahrungsangebot knapp war und die meisten Menschen unterernährt. Um Kriterien zu gewinnen, was dick, dünn oder normal ist, müssen in der Medizin Zahlen herhalten. Da will ich bloß nochmal einwerfen, jetzt hier bei den Römern und was da angeführt wird. Diese Leute, die sich das Essen leisten konnten, klar, das sind die älter geworden als die Hungerhaken, aber durch ihren sehr ungesunden Lebensstil sind sie halt auch trotzdem von uns aus gesehen zeitlich früh verreckt. Ja, die sind halt damit Richtig. mit 50 halt abgeklappt, was heute kein Alter ist. Ja. Und ich sag's nochmal, ich denke, das sind hier solche Einzelbeispiele, die dir da bringen. Also jetzt zum Beispiel bei den Römern generell. Also ich habe noch nie gehört, dass generell bei Römern, dass man da fett sein wollte, weißt du? Also das habe ich einfach nur nicht gehört. Ich denke, das wüsste man historisch so. Ja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass so die reiche Senatorenoberschicht, die immer ja, am Weinglas gehangen hat und die Trauben so reingestopft hat. Ja. Ich muss Aber nach wie das vor ist sagen, ja, ich was ist das? Das ist nicht 1% der Bevölkerung gewesen. Ja, also ich halte das für so ein sehr kleines Phänomen, für wirklich ein Randphänomen, was hier einfach von denen als Argument genommen wird. Hier seht ihr, dick zu sein,
das war auch mal begehrt. Aber naja, gut, wir hatten das ja jetzt schon lange drüber gesprochen, mhm. deswegen würde ich sagen, wir machen hier einfach mal weiter. Jetzt geht es hier nämlich offensichtlich um den Body Mass Index. Und da wird uns wahrscheinlich erklärt, plus dass kurz, das, ist hier dick, die rechte? Ah, die hier, natürlich. Ja, siehst du. Das war doch wieder einfach, oder? Ja, okay. Ist die links dick? Was man jetzt sieht, nein. Nein, würde ich auch so sagen, nicht? Okay. Normal ist, müssen in der Medizin Zahlen herhalten. Formeln wie beispielsweise der Body Mass Index, BMI. Der wurde von einer amerikanischen Lebensversicherungsgesellschaft entwickelt und setzt das Körpergewicht ins Verhältnis zur Körpergröße. Dabei kommt angeblich eine Art Normalgewicht heraus. Wer mehr als dieses wog, sollte höhere Beiträge zahlen. Der BMI ist allerdings umstritten, weil er nicht... Ich glaube, wir müssen jetzt jedes Mal, wenn die so ein Bild zeigen, kurz innehalten und sagen, dick oder nicht dick. Das ist so ein schönes Spiel für die Folge, oder? Finde ich ganz gut. Das Mädel gerade eben, warte mal, müssen wir noch mal zurück. Müssen wir noch mal zurück, ja. Warte. Habe ich nicht aufgepasst. Moment. Hier. Das wog sollte... Nee, da würde ich jetzt sagen, nicht zu dick. Also... Ja, knapp drunter, ne? Auch nicht schlank, aber auch nicht zu dick. Die ist so kurz vor der Grenze. Die ist an der Schwelle, ja, genau. So. Höhere Beiträge Also, ich skippe mal weiter hier. Jetzt müssen wir das dann nochmal hören. Der Typ hier, der ist natürlich das zu dick. Ist für die Blinden unter uns, also die wirklich Blinden. Der Mann hat eine wirklich ein Fass als Bauch. Ja, ja. Das also, ist vielleicht... Ja, ja, ist fett. Gut, dass du das sagst. Ich denke gerade wieder so an die Audio... Alleinhörer. Okay, so Body Mass Index ist jetzt eine schlimme Zahl, wenn uns erklärt, das können wir später mal drüber reden. Zwischen Muskeln und Fett unterscheidet. Mit dem Effekt, dass ein Sportler mit hoher Muskelmasse als übergewichtig und zu dick gilt. Das stimmt ja tatsächlich. Ja, und jetzt bin ich sehr gespannt, ob jetzt noch was kommt mit den Dicken, weil bei den Dicken ist es genau zutreffend, das sind nun mal keine Sportler. Also, ja, auch die Dicken können in so einen Tank steigen, wo dein Fettgewebe und dein Muskelgewebe analysiert wird und na, was soll da rauskommen? Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel an so eine klassische Dicke denke, das ist für mich zum Beispiel Ricarda Lang. Also die wird nur jetzt sind wir gesperrt. Ja, achso, stimmt, man muss ja sagen, die ist nicht dick, oder? Die hat doch da irgendwie geklagt, deswegen. Also die nicht dicke Ricarda Lang. Ja. Entschuldigung, piep. Die hat wird einen ordentlich hohen BMI haben. Und naja, der wird jetzt nicht zustande kommen, weil diese Frau viele Muskeln hat, um ihre Fahnen zu schwenken oder was sie da macht. Also die Kaumuskeln, da würde ich... ja, die hat wahrscheinlich so einen übelst trainierten Kiefer. Das ist, genau. Ja, geil. In Deutschland gelten mehr als die Hälfte... So, jetzt sehen wir hier so ein Bild von einem Mann. Genau, ich wollte nochmal... Mit schönen Brustfingern und auch wieder einer wunderschönen, ja, biergeformten Bauchtaille. Ja, und was können wir sagen? Er ist zu dick, richtig. Yep. Und der Typ davor, den wir auf der Waage gesehen haben, den... Das war das Chat-Meme, oder? Ja, der ist natürlich nicht zu dick gewesen. Aber übrigens cool, dass der hier so eine deutschlandfarbene Krawatte hat. Das ist doch sympathisch. Okay. Menschen über 18 Jahre als übergewichtig. Männer häufiger als Frauen. Entschuldigung, okay. Die Zahl will ich jetzt nochmal hören. Einen Moment, ich mach mal zurück, sorry. Menschen über 18 Jahre als übergewichtig. Moment, ich muss weitermachen. Tut mir leid, Zuschauer. Er ist die Hälfte der Menschen über 18 Jahre als übergewichtig. Männer häufiger als Frauen. Okay, also das ist jetzt diskriminierend. Also ja, ja, BMI abschaffen. Mehr als die Hälfte aller Menschen? Oh, das. Als aller Männer. Ach so, also deswegen sage ich sofort abschaffen. Oh, das ist wirklich viel. Also krass, das hätte ich jetzt so gar nicht aus eigenem Erleben so gesehen. Aber es hängt natürlich auch sehr stark wahrscheinlich von der Altersgruppe ab, in der man sich bewegt. Also bei den eher Jüngeren würde ich das noch nicht so hoch einschätzen. Aber naja, vielleicht ab 50 oder so. Na, ich würde es dann mir, anders. Ich würde es mir daher, na, die haben ja gerade bei den Ü18, egal, hergeleitet. Ja, ja, über also 18, aber jetzt 18 bis 40, das wird ja noch sich im Rahmen halten. Na, ich glaube, der Unterschied zwischen Männern und Frauen in der Größe ist ja, sagen wir mal, relativ gering. So, was sind das, 15 Zentimeter, verglichen mit dem Gewicht, was Männer und Frauen normalerweise haben. Und da kommt dann so ein BMI-Abstand zustande. Weißt du? Warte, jetzt kann ich dir nicht ganz folgen, weil ich finde, der Unterschied zwischen Männern und Frauen ist doch erheblich. Also ich weiß von Deutschland, die durchschnittliche Frau ist 1,70 groß und der durchschnittliche Mann ist 1,80 groß. Ja, das sind 10 Zentimeter, ja. Und ja. Beim Gewicht sind das eben nicht 10 Kilo, sondern das sind eben eher 20 Kilo oder sowas, die das auseinander differiert. Wer ist da jetzt schwerer?
Männer. Männer natürlich. Ne? Also der Unterschied im Gewicht ist höher als in der Größe. Ja. Und du bist halt schon voll ausgewachsen mit 18 Jahren. Meiner Meinung nach. Und Was ist jetzt mit dem BMI zu tun? Egal. Der BMI ist doch das Verhältnis von Körpergröße zu Gewicht. Ne? Ja, aber der wird das doch anteilig machen. Ist das wir hatten das vor uns gesehen, mit Quadrat oder so gewesen? Weil eins von beiden ist wichtiger. Ja. Mhm. Na gut. Lass uns nicht so sehr auf den BMI fixieren. Ja, genau. Dance has no size, also Tanzen hat keine Kleidergröße. Das ist das Credo von Chris van Drey. Chris ist Tänzer, Choreograf und dick. Hier in Düsseldorf hat er seine eigene Tanzschule und ihn treffe ich jetzt. Ich bin gespannt. Hallo, grüß dich. Hi, Chris. Ist dieser Mann zu dick? Kommt in der Stadt. Ja. Ja. Definitiv. Chris ist der Beweis, dass man dick und erfolgreich im Tanzgeschäft sein kann. Sein Spezialgebiet? Videoclip-Dancing. In dieser Disziplin wurde er 2018 sogar Weltmeister. Neben seiner Tanzschule hat er Auftritte in ganz Deutschland und in Fernsehshows. Ein vielbeschäftigter Mann also. Umso cooler, dass er sich heute für mich Zeit nimmt. Okay. Also, ich denke, das verhält sich hier bei ihm wie mit so einem Sumo-Ringer. Die sind ja auch offiziell zu fett nach dem BMI und so. Sind aber halt auf einer gewissen Weise durchtrainiert. Und so ist er hier auch. Also mir fällt es total schwer, jetzt so von den Klamotten und so den Typen einzuschätzen, muss ich sagen. Inwiefern? Naja, von was du jetzt sagst, er wäre durchtrainiert. Also ich weiß jetzt auch nicht, wie lange der diese Tanzeinlagen macht zum Beispiel. Ob er das mal eine Minute macht und dann macht er Pause, weißt du, wenn er so einen TikTok-Clip macht. Ich denke, der wird das schon ein paar Minuten machen können und dann ist aber halt Schicht im Schacht. Ne? Das hat er halt trainiert, für so eine Zeitspanne da durchzuhalten. Sagen wir mal, keine Ahnung, 10 Minuten, was jetzt schon sehr viel ist. Setze ich jetzt mal sehr hoch an. Ich muss sagen, solche Leute verwundern mich irgendwie immer. Also die jetzt wirklich sportlich aktiv sind. Also der hat ja scheinbar eine Art Sport, also Tanzen, zum Beruf gemacht. Mhm. Und dass er dann trotzdem dick ist. Also der isst dann einfach immer noch zu viel. Richtig. Oder ernährt sich falsch. Also wenn der so seinen Lebensunterhalt verdient, dann könnte der ganz anders aussehen. Also ich denke jetzt mal so, der ist vielleicht irgendwas so um die 1,85 bis 1,90 groß, wenn ich die Frau daneben stehen sehe. Ja. Und er wird irgendwas, sag mal, 120 wiegen. Wenn ich jetzt raten müsste, vielleicht sogar mehr, 130, könnte es schon sein. Ich bin da ganz schlecht in sowas, okay. Das ist jetzt auch wirklich geraten, aber das sind alles noch so Bereiche, also ich denke, ab 150 ist es vorbei, da kriegst du nichts mehr hin. Aber so... Ja, kommt ja immer auf die Körpergröße an. Ja. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, wenn er jetzt nur 80 Kilo wiegen würde, dann wäre er ein absoluter No-Name. So ist er halt der Fette, der tanzen kann. Ah, okay, interessant. Ja, das stimmt. Das habe ich mir noch gar nicht gedacht. Ja, weil es hieß ja zum Beispiel vor uns, er hat irgendwie sogar einen Preis gewonnen. Und solche Preise, das wissen wir ja auch von Schönheitswettbewerben und so, die werden ja heute mittlerweile oft nach politischen Maßstäben vergeben. Ja, ja. Also das ist dann irgendjemand, der, sage ich mal, besonders ist, solche Wettbewerbe gewinnt. Also gerade bei Schönheitswettbewerben gab es ja öfter. Da hast du dann... Zum Beispiel bei Miss Finnland, die einzige Gewinnerin ist dann die Schwarze oder ist dann eine Dicke oder irgendjemand, weißt du? Also ich will ihm nicht mal in Abrede stellen, dass er tanzen kann. Aber ganz ehrlich, jetzt mal um so ein schönes aktuelles Beispiel zu nehmen. Kann er Breakdance? Also kann er irgendeine dieser Figuren da? Ach so, sich auf den Kopf drehen und so, nee, das würde der... Da ist dann die körperliche Grenze erreicht. So ein bisschen... Ja. Wie jetzt man jetzt gesehen hat, so ein bisschen rum, ja, abwertend jetzt hampeln, klar, das geht bestimmt. Oder so ein Hoppertanz, was er da gemacht hat. Klar. Das kann er auch richtig gut bestimmen. Richtig, richtig. Also Figuren, die wahrscheinlich viel mit Springen erfordern und so, das wird schon schwer sein bei dem Mann. Ja. Und aus Gründen. Am Kopf über natürlich sowieso. Ja, okay. Yes, du bist fit? Cool, ja, ich orientiere mich ganz an dir. Mit Kaffee? Mit Kaffee, natürlich. Ich finde, er wongelt auch schon, oder? Ja, es also. Ist gut, dass du das sagst. Mir ist es jetzt auch gerade aufgefallen, in diesem kurzen Clip, den wir gesehen haben, wie er geht. Wir schauen uns das nochmal kurz an. Also ich finde das ganz interessant. Ich bin nicht im Game drin, aber das fand ich immer zu lustig. Wir haben es auf dreifacher Geschwindigkeit, aber du siehst schon, der wongelt hier einfach.
Nicht ganz an dir. Mit Kaffee? Mit Kaffee. Ja, wie er so die Arme, weißt du, wie, das sieht so ein bisschen aus wie Nordic Walker, weißt du, so, wie so er die Arme. So Frauenhüftschwung irgendwie auch. Ja. Und ich finde auch vor allem, wie er, als würde der jetzt einen Marathon laufen, diese Arme so an der Seite mitschwingt. Wungel. Was war denn so mit die krasseste Situation, die du erlebt hast? Also irgendwann bin ich von der Schule nach Hause gegangen, da war ich 13, 14 oder so. Und da habe ich fälschlicherweise wohl komisch geguckt. Und da war so eine Jugendgruppe und dann sind die tatsächlich auf die andere Straßenseite zu mir gekommen. Habe mich gefragt, warum ich so gucke. Und ich habe dann gesagt, ich will einfach nur nach Hause, ich laufe nur, ich habe nicht geguckt. Und dann hat mich einer von denen halt schon ordentlich verprügelt, ne? Hat draufgehauen. Und ich habe mich aber nie gewehrt, sondern ich habe mir dann einfach gedacht, okay, hältst du kurz aus, dann ist es schneller vorbei. Bin dann nach Hause gegangen, habe natürlich geweint, war voll fertig. Was für einen Stellenwert hat... Also, okay. Ich frage mich jetzt, ob die Geschichte noch weitergeht, weil das ist natürlich eine absolute Scheiße, die da passiert ist. Hm. Aber hat er jetzt per se nichts unbedingt mit dem Thema dick zu tun, oder? Ja, er hat blöd geguckt. Ja, also das, Dünne werden auch verprügelt. Und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das reicht schon. Also, ja, bei, na klar, bei bestimmten Leuten, naja, die suchen sich da einfach irgendeinen Grund, weißt du? Ja. Also, ja. Gerade in dem Alter, wo das Testo überquillt, also, come on. Ja. So. Voll fertig. Was für einen Stellenwert hatte dann das Tanzen? Ich möchte, glaube ich, gar nicht wissen, wo ich ohne das Tanzen gelandet wäre. Weil ich glaube, das wäre schon, also ich mag mir da auch gar nichts ausmalen, aber ich glaube, das wäre schon böse geendet, weil das halt so mein komplettes Ventil war. So, ich habe mir damit quasi mein eigenes Leben aufgebaut und kann mir nicht vorstellen, wie das geendet hätte. Ich glaube, ich wäre echt vereinsamt, wäre dicker und dicker und dicker geworden und ja, das... Aber das bist du doch. Das klingt jetzt hart, aber... War der früher noch dicker oder was? Ja, also... Finde ich jetzt auch ein bisschen eigenartig, diese Aussage. Ich wäre dicker und dicker und dicker geworden. Ich will bloß auch sagen, deine Vorhersagen mit der Moderatorin oder Journalistin hier, dass sie auf die empathische Schiene gehen wird, die war ja wieder mal voll ins Schwarze. Also, ja, na klar, klar. Das sind jetzt nur solche Menschel-Fragen. Ja, ja. Ja. Das wäre nicht so cool gewesen, ne? Hätte ich das Tanzen nicht gefunden. Und natürlich, durch das Tanzen bin ich halt total selbstbewusst geworden. So selbstbewusst, dass Chris nicht nur auf der Bühne, sondern auch als Plus-Size-Model vor der Kamera steht. Eine Nische, die zu wachsen scheint. Aber der Alltag in den Medien sieht anders aus. Körperbilder in den Medien. Das Idealbild der Frau. So, was haben wir hier? Also ich würde sagen, Ricarda Langs fette Schwester. Für die Audiohörer natürlich Schwachsinn. Wir sehen hier gerade eine gesunde, schlanke Frau. Ja. Mit riesen Titten. Perfekt. Muss man sagen. Entschuldigung? Mit wie fast zu großen Brüsten. Wow, okay. Sieht schon fast gefotoshoppt aus, aber da würde ja kein Mann Nein sagen. Also. Captain Nix will mit dir reden. Oh je, da geht's über die Reling. Ja, genau. Der schmeißt sich aus dem Helikopter nach solchen Aussagen. Das Idealbild der Frau. Perfekte Proportionen. Wespenteile. In Zahlen 90, 60, 90. Manche sagen, das sei sogar schon überholt in Zeiten von Zero-Größen. So oder so. Für die wenigsten sind diese Werte erreichbar. Mädchen verinnerlichen schon früh, was ihnen die Medien vermitteln. Wenn du gut aussiehst, bist du erfolgreich. Das Äußere, der Körper, als die Basis für Identität und Selbstbewusstsein. Bei den Jungen war das lange anders. Inzwischen stehen auch sie unter dem Stress, einen perfekten Körper haben zu müssen. V-förmig, breite Schultern, schmale Hüften und dazu ein Waschbrettbauch. Ein trainierter, muskulöser Körper. InfluencerInnen bestätigen... Ach Gott, ey. Das konnten sie sich nicht verkneifen, ja, oder? Naja, also was sie jetzt gesagt haben mit dem Körperbild, ich würde dem jetzt nicht mal so ablehnend gegenüberstehen. Also klar, ich meine, klar ist für Mädchen wichtig, das kriegen die schon mit. Ich meine, naja, eine Frau ist halt begehrenswert, wenn sie gut aussieht, das ist nun mal so. Was ich jetzt interessant fand, dass es auch Richtung Männer ging, das ist auch so ein Eindruck, den ich habe in den letzten Jahren, ist so ein bisschen dieser Fitnesskult, der wieder gekommen ist mit ganzen TikTok und Social Media und so weiter, dass halt jeder seinen strammen Waschbrettbauch präsentiert. Also vor allem auch dieses sehr, wie soll ich das sagen, diese sehr dekorative Fitness, weißt du, wo es halt wirklich darum geht, bis ins Detail irgendwelche Muskelgruppen wie den Bauch zu trainieren, was vielleicht gar nicht mal so nötig ist, wenn man normalen Sport macht, weißt du. Wenn du jetzt zum Beispiel Fußball spielst oder so, oder keine Ahnung, du brauchst halt kräftige Beine, aber nicht unbedingt den Wahnsinns-Sixpack.
Achso, Entschuldigung, ich bin einfach über das Influencer-Sternchen da Ach gestolpert. so, nee, alles gut, Das alles gut. davor, ja, würde ich größtenteils unterschreiben, ja. Sogar, dass Hm, das auch ein okay. bisschen, wie du schon sagst, Überhand genommen hat auf Okay, beiden Seiten das der ist. Geschlechter. Ja, das ist schön, weil ich hatte schon fast vermutet, du bist ja eher so Team. Nee, das war schon immer so. Oder das ist jetzt hier übertrieben. Gut, was man natürlich aussagen muss, vielleicht kommt das hier noch. Ich denke da zum Beispiel auch an so Superheldenfiguren oder so. Ich meine, da gab es ja schon in den 80ern He-Man oder so, weißt du? Das war ja Ja, auch, also generell diese ganzen Superhelden, gerade in den 80ern, das waren ja immer übelste Tiere, übelste Schränke. ah, da fand ich ja Dragon Ball schlimmer. Also da waren ja die Ja. Muskeln auf den Muskeln. Ja, genau, da haben die Muskeln noch Muskeln. Da hat man sich minderwertig gefühlt als Kerl. Also, Hast du dich minderwertig da gefühlt, tatsächlich? ja, vielleicht ein bisschen übertrieben in dem Alter, aber schon so, Scheiße, Mhm. du gehst doch immer raus und gehst trainieren. Ja. Wo bleibt meine Aura und Ja. Ja, du musst halt diesen fliegenden Drachen entlanglaufen, wie der Son Goku. Oh Gott, ja, ich weiß nicht mehr da kriege genau, wie ich aber das nur war. Ja. Fußballerwaden, Solche Körperbilder in den sozialen Medien. Was für viele echt wirkt, ist meist bis ins Letzte inszeniert und geschönt mit Retusche und Filter. Klassische Rollenbilder dominieren auch im Netz und damit auch die dazugehörigen Körperbilder. Studien belegen, ich wollte nur kurz jetzt auf das Thema mit dem Retuschieren eingehen. Halte ich für absolut richtig. Also, naja, generell, ich sehe es ja immer sehr kritisch, so unsere Zeit und diese ganze Social Media Ding. Also, so wie ich älter werde, die letzten Jahre merke ich, wie viel das eigentlich kaputt macht. Und naja, klar, also, es ist immer alles so, die Leute haben so irgendwie den Eindruck, glaube ich, die Welt wäre wie ein Katalog. Also, du kannst dir so denen, die das Beste aussuchen. Und klar, im Katalog ist halt, du kennst das aus der Werbung, bei so banalen Themen wie Essen, da wird halt viel gefaked. Und so ist es nun mal auch im Internet. Ja, und es suggeriert auch dieses, ja, ich muss bloß noch ein bisschen weiter blättern, da kommt dann noch ein schöneres Angebot. Ne? Richtig, richtig. Oder wie man heutzutage sagen würde, ein bisschen weiter swipen. Ne? Ja, Es kommt noch genau. ein schönerer Traumprinz oder die schönere Prinzessin. Ne? Genau. Ja, genau. Gut, dass du es ansprichst. Ja, ich Das denke da ist gerade auch halt so an das Thema echt behindert. Partnermarkt. Ja. Ja, es sind sehr hohe Ansprüche heute. Und da möchte ich auch die drei Eltern, die uns zuhören, in die Pflicht nehmen. Denn dieses, dass man seine Fotos bearbeitet, das gab es schon ja vor 15 Jahren. Also das hat man damals schon gemacht. Und eigentlich müsst du deinen Kindern jetzt sagen, guckt das immer mit dem dritten Auge an, was ihr da seht. Das ist höchstwahrscheinlich irgendwie gestellt, gefegt, nachbearbeitet. Unbedingt, unbedingt, Ne? ja. Ja, so Und Medienkompetenz ist total irgendwie wichtig. geht das unter. Und ich würde auch nicht den Staat da in die Pflicht nehmen wollen, zu sagen, aber das müsst ihr doch den Kindern beibringen. Nee, das ist Ja, eure ja. verdammte Aufgabe. Richtig. Wenn die Kinder ein scheiß Telefon kriegen, um Zugriff auf sowas zu haben, dann muss man denen das eintrichtern. Ja. Okay, weiter. Dominieren auch im Netz und damit auch die dazugehörigen Körperbilder. Studien belegen, wer sich intensiv solche Videos und Posts ansieht, ist mit dem eigenen Körper danach umso unzufriedener. Schon in der Kindheit besetzen verzerrte Körperbilder unsere Köpfe. Eine internationale Studie hat die Körpermaße von Zeichentrickfiguren untersucht. Eine Messgröße war das Verhältnis von Taille zu Hüfte. Die Waist-to-Hip-Ratio. Die Idealmaße 90-60-90 ergeben einen WHR von 0,7. Eine gesunde, schlanke Frau hat einen Wert von ca. 0,8. Cinderella dagegen hat unnatürliche 0,6. Pocahontas sogar nur 0,5. Insgesamt zeigen. Jetzt muss ich doch mal kurz einhaken. Jetzt haben die gesagt, eine gesunde junge Frau. Also wie machen die das denn fest, wenn das hier alles so komische, aus dem Hut gezogene Formeln sind? Das ist doch Krass, spannend, oder? ja, lustig, lustig. Mir ist das jetzt gar nicht so aufgefallen, weil ich natürlich das Mindset habe, wer schlank ist, ist gesund. Aber du hast natürlich recht. Ich meine, die würden natürlich aus ihrer Warte sagen, wenn man dick ist, heißt das nicht, dass man ungesund ist. Sondern die Genau, würden sagen, ja, genau. auch dick ist ungesund. Also mal gucken, wie sie sich aus dieser Schlinge wieder Jetzt rauswinden. nochmal kurz zu den Zeichentrickfiguren. Ich bin mal Ja. gespannt, ob das jetzt hier nur für die Frauen gilt oder ob mit den Männern gilt. Weil das ist ja jetzt zum Beispiel interessant. Ich habe ja vorhin das Thema He-Man und so erwähnt. Also diese ganzen Superhelden. Oh, Batman. Schau dir mal gerade diese 80er-Batman-Cartoons an und so. Also das sind immer die übelsten Kerle, weil halt Cartoon-Figuren prinzipiell einfach
stilisiert sind. Also da werden halt auch die Körperformen stilisiert. Die wird halt die weibliche Körperform sehr stilisiert, also ein bisschen überdreht und genauso die männliche. Du kennst dich doch gut aus. Wie heißt dieses etwas modernere Insulaner-Mädchen? Moana oder Vaiana auf Deutsch, ja. Ja. Ob die jetzt auch noch kommt in der Liste? Weil die hatte doch sehr stämmige Maße, bilde ich mir ein, ne? Oh, oder? Also, oder verwechsel ich da gerade was? Und da verwechselst du es schwer. Oder verwechsel ich das gerade mit dem männlichen Hauptcharakter? Kann das sein? Ja, natürlich. Ja, ja, oh, ja. Scheiße. Der männliche Hauptcharakter, ja, genau. Das ist ja so ein übelster Schrank. Der wird ja von The Rock auch gesprochen im Original. Oh, nee, aber Vaiana oder Moana, die ist eine schlanke junge Frau. Oh Gott, das ist der Fehler, wenn du solche Filme nur aus Memes kennst. Ja, okay. Oh Gott, schnell weiter hier. Hast du nicht so viel verpasst. Ich sag ja immer... Insgesamt zeigen 50% sorry, ich sag ja nur immer, Moana ist Frozen für Arme. So. Okay. Es zeigen 50% der weiblichen Figuren Körpermaße, die ein Mädchen oder eine Frau gar nicht erreichen kann. Nicht einmal durch Schönheitsoperationen. In Model-Casting-Shows... Deswegen sind es ja auch Comic-Figuren. Lernen die Fans, wie echte... Ja, deswegen sind es auch Comicfiguren, genau. Und naja, wir reden jetzt hier immer über das Thema Schönheitsideal, also zu schlank und so. Aber wann geht es denn jetzt hier mal um Dicke? Hm. Weißt du? Also, aber wenn wir gerade dabei sind, Entschuldigung, die Frau hier? Die ist natürlich schlank. Zu schlank? Fragezeichen. Würde ich jetzt so tatsächlich nicht sagen. Aber okay, gut, würde ich auch nicht sagen. Nee. In ihrer Heimat ist sie wohlgenährt. Ist sie Rubens unterwegs? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Oh Gott, Entschuldigung. Oh je, oh je. Der Bannhammer kommt, ich sehe es schon. Castingshows lernen die Fans, wie echte Körper zu beurteilen sind. Ein starres Schönheitsideal. Kaum erreichbar ohne hungern. Mal abgesehen von der Körpergröße der Models. Mindestens 1,74. Kleidergröße höchstens 36. Die deutsche Durchschnittsfrau ist laut Statistik aber nur gut 1,63 groß. Okay, da habe ich mich ja vorhin... Na, warte mal, das kann ich mir fast gar nicht denken. Ich dachte immer 1,70 wäre es in Deutschland. Nee, aber gut. Nee. Krass. Ich dachte 1,65, aber ist ja auch egal. Okay. Über 60% der deutschen Mädchen und Frauen ab 14 Jahren tragen Kleidergröße 40 oder mehr. Und knapp 63% der Jungen und Männer tragen Größe 50 und mehr. Chris ist zum Kämpfer geworden. Und die Frage, warum er trotz der vielen Bewegung immer noch dick ist, ist für ihn zwar irgendwie schon Standard, aber sie ist jetzt auch nicht mehr verletzend. Generell ist Gewichtsdiskriminierung in Chris' Leben kaum noch Thema. Das ist bei vielen Menschen mit hohem Gewicht aber anders. Zum Beispiel bei Sarah. Sarah treffe ich gleich. Sie ist hier gerade auf Reha in Berchtesgaden in der Adipositas-Klinik Insula untergebracht. Und sie ist hier, um abzunehmen, aber viel wichtiger, um Selbstvertrauen aufzubauen. Ich muss jetzt hier nochmal einhaken. Sorry, aber... Ja, Entschuldigung. Ich hätte jetzt wahrscheinlich, wir hätten wahrscheinlich gleich vor uns diese ganze Schaubild-Serie nochmal kurz abschließen sollen. Also wie gesagt, für mich jetzt der Punkt, was mich an diesem Segment, was wir gerade hatten, am meisten jetzt gestört hat, dass es ging jetzt hier immer darum, um das Thema zu schlank. Und das ist ja auch okay, weißt du, es gibt einen zu schlank. Aber das tut ja nicht rechtfertigen, dass man deswegen dick sein darf. Weißt du, dass das gesund wäre oder so. Ich glaube, damit hast du schon ihren Versuch der Argumentation erwischt, ne? Dass sie sagen, wenn es keinen zu schlank gibt, dann gibt es eigentlich auch keinen zu dick. Vielleicht wollen sie wirklich darauf hinaus. Ja, wahrscheinlich, die wollen so darauf hinaus, ja, dass es generell, die haben halt immer jetzt dieses Thema Körperbild erwähnt oder Idealvorstellung, dass es gar nicht so Idealvorstellung gibt und deswegen auch Dicke dem angeblich nicht entsprechen sollten. Aber naja. Halt ich so, für Schwachsinn. Jetzt sehen wir hier die Moderatorin und wir haben rechts eine Schnitzerei, die ähnlich, na, ich will es gar nicht sagen, aber sag du, zu dick, zu dünn. Ja, das kann, ich kann die jetzt hier gar nicht sehen, so ein Bild kann ich jetzt nicht beurteilen, aber wir können ja mal das jetzt über ist, die... Das ist de facto die Venus von Willendorf. Aha. Mit zu großen Brüsten, also definitiv zu dick, ja. Ich wollte jetzt nur hinaus, wir werden jetzt gleich diese Frau sehen, die sie uns vorstellt. Auf die bin ich mal gespannt. Ich sag zu dick. Sarah hatte ihr Essverhalten irgendwann gar nicht mehr unter Kontrolle und schaffte es nicht alleine. Man sieht hier sie in verschwommen. Der Insula bekommt sie Hilfe, lernt den richtigen Umgang mit Essen und sie hat wieder Spaß an Bewegung. Zum Beispiel am Wandern. Und war das schon immer ein Problem bei dir, dick sein? Ja, so seit ich in der Grundschule war. Ich. Ja. Braune Leute? Nee. Es tut mir leid, ich weiß nicht, vielleicht kriegt die das hier irgendwie mit, was wir hier bereden, aber tatsächlich würde ich immer noch sagen, ein Stück zu dick. Ja klar, also.
Also sonst wäre sie auch nicht in der Klinik. Ja. Ich finde, man sieht das auch schon immer so ein bisschen im Gesicht, so dieser Halsansatz, weißt du? Ich meine, schau dir mal das man Mädel links an. Sieht diesen Ring an, ja. Siehst du diesen Schwimmring da am Hals? Ja, genau. Und schau dir das mal bei der links an, wie halt der Kiefer zum Hals geht. Das ist halt ganz anders. Irgendwie. Du warst in etwa, also da habe ich dann angefangen zuzunehmen. Und am Anfang war ich nur ein bisschen kräftiger. Aber sie ist jetzt auch noch kein, was ich mir unter einem Fettschwein vorstelle. Nee, um Gottes Willen gar nicht. Deswegen war ich jetzt auch so vorsichtig, hier übelst hart auf die Frau abzumitteln, weil ich denke, das ist schon eine, die sich Mühe gibt. Aber die sollte da auch weiter dranbleiben. Genau, also es ist ja auch in der Klinik schon okay, ja. Also meine Güte. Ja, ich meine, genau, wenn man, das ist ja auch wichtig immer zu sagen, also wenn ein Vetter ins Fitnessstudio geht, dann habe ich da eher Respekt vor, als den auszulachen. Weil der hat sein Problem erkannt und arbeitet daran. Richtig. Und bei der genauso. Also mach weiter so. Aber irgendwann wurde es dann halt immer mehr. Und das ist schon ein Weilchen so ein Problem gewesen tatsächlich. Ich hatte einfach gar keinen Essensrhythmus. Ich muss aber sagen, bei meiner Mama war das noch ähnlich, als ich noch bei ihr gewohnt habe. Ich wohne mittlerweile nicht mehr da. Wir haben dann halt einfach dann gegessen, wenn wir gerade Lust hatten zu essen. Da gab es keine drei Mahlzeiten am Tag. Und auch von den Getränken her gab es halt einfach Saft meistens und nicht wirklich Wasser. Und es war halt mal hier, mal da ein bisschen, aber nie wirklich was Vernünftiges. Also eigentlich sagt ja durch die Blume, Wasser trinken ist based, drei Mahlzeiten am Tag, wie es früher mal war, ist based. Mhm. Was ist denn hier los? Ja, ich finde es auch sehr gut. Also die scheint ja die Probleme sehr gut erkannt zu haben. Also da haben sie der wahrscheinlich ganz gut geholfen, denke ich, in dieser, was war es, Klinik oder Therapiehaus oder irgend sowas. Klar. Ich meine, richtige, so eine Routine im Essensalltag ist schon wichtig. Also ich hätte das rausgeschnitten, wenn ich dort bei Respekt arbeiten würde. Hm. Was mich jetzt ein bisschen wundert. Ja. Die Doku hier geht nur noch 4 Minuten und wann kommt denn jetzt das Thema, gelten Grundrechte nur für Schlanke? Also, ach jetzt stimmt, haben, das war ja das. Also das um das Thema Grundrechte oder dass Dicke diskriminiert werden, geht es ja bis jetzt noch gar nicht. Also wie gesagt, es heißt dick und diskriminiert, gelten Grundrechte nur für Schlanke. Dafür haben wir noch kein einziges Beispiel gefunden. Also es ging jetzt so ein bisschen generell um Körperbilder und dann ging es hier um den dicken Tänzer und jetzt hier mal um das Mädel. Aber, hä? Jetzt kommt 4 Minuten El Bandi und fette Frauen im Schuhladen, pass auf. Ja, mal sehen. Und dadurch ist es dann halt irgendwann mehr geworden, keine Bewegung, schlechtes Essen. In deiner Schulzeit hast du dann eher schlechte Erfahrungen gemacht, richtig? Ja, also es war eigentlich durchweg schlecht, kann ich sagen. Es ging schon in der Grundschule los, aber am schlimmsten wurde es dann eigentlich im Gymnasium, in der 5., 6., 7. Klasse. Ich war gar kein Teil der Klassengemeinschaft mehr. Also ich habe eigentlich alles alleine gemacht, habe halt versucht, Gruppenarbeiten alleine zu machen, weil meine Gruppe sich halt geweigert hat, mit mir zusammenzuarbeiten. Sportunterricht war ganz schlimm, gerade wenn es dann zum Schwimmen ging, da war ich eigentlich permanent krank, dass ich halt nicht mit hingehen muss. Da möchte ich bloß mal einhaken, aus eigener Erfahrung. Es gab bei uns im Sportunterricht, ich weiß gar nicht, war das 60-Meter-Lauf oder sowas, auf Note halt, ja. Und wir hatten auch immer so ein, also wir hatten einen Dicken in der Klasse, der war so 130 Kilo oder sowas. Und der hat halt seine 4 bekommen, wenn er die Strecke überhaupt gelaufen ist. Also nicht gerannt, Hauptsache er ist die Strecke gelaufen. Ja. Und ich bin ein beschissener Schnellläufer. Also Punkt. Ich habe immer meine 6 mehr abgeholt, weil ich halt über diese, was waren das, 15 Sekunden oder so drüber war bei 100 Metern. Hey, warte mal, ernsthaft? Du hast eine 6 bekommen und der hat eine 4 bekommen, eine bessere Note, obwohl er das nur gelaufen ist. Richtig. Hä? Was ist, okay, das ist aber ganz eigenartig. Ja. Ich meine, also bei uns war es früher so im Sportunterricht, da hattest du eine Tabelle und danach ist es einfach gegangen. Richtig. Aber er, wahrscheinlich um ihn zu motivieren, dass er überhaupt was macht, hat der Sportler gesagt, hier komm, du machst das und dann kriegst du halt eine 4 und alles ist gut. Das hat diskriminiert. So. Das hat auch niemanden gejuckt, weil du hast halt diese eine Schwäche, die du hattest in den anderen Sportabteilungen oder Disziplinen ausgeglichen. Ja. Ist jetzt kein Ding, es ist Sport. Ne? Wen juckt es irgendwo? Ne? Ob du da eine 3 oder 2 hast. Ja. Aber das war halt so ein Ding, wo ich mir denke, wo ist die Diskriminierung? Er ist ja sogar eher noch gefördert worden. Ich fand das auch, wie gesagt, nicht schlecht, so nach dem Motto, vielleicht kommt er dann irgendwie in die Puschen und macht von sich aus was. Ist übrigens nicht passiert, aber das ist zu uns. Ja, ist okay. Genau, jetzt erzählt das Mädel hier ein bisschen von ihren Mobbing-Erfahrungen, das ist natürlich scheiße. Aber da fehlt, wie gesagt, immer noch für mich so dieser gesamtgesellschaftliche Faktor.
Also dass so Gruppen untereinander sich irgendwie ein Mobbing-Opfer suchen, ist nun mal leider so oft. Aber ist jetzt nichts irgendwie so deutschlandweit, weißt du, dass jetzt irgendeine Institution sagt, ja, ihr Dicken, ihr habt weniger Rechte. Das ist weltweit, dieses Mobbing anhand der auffälligsten Merkmale. Ja, leider. So ist der Mensch leider. Also ich war halt nicht wirklich krank, ich habe halt einfach geschwänzt sozusagen. Ich hatte außerhalb der Schule überhaupt keine Freundschaften mehr, weil ich war relativ lange in der Schule. Wie gesagt, ich war auf einem Gymnasium, das heißt, ich hatte meistens 8 bis 10 Stunden Unterricht. Und dann war halt auch keine Zeit für was anderes, da musste ich noch Hausaufgaben machen. Und ja, ich war einfach kein Teil der Klassengemeinschaft. Ich wurde beleidigt und ausgestoßen. Und du hast ja auch keine Hilfe geholt? Nee, also ich wollte damit irgendwie niemanden belasten, weil ich dachte, das war ja mein Problem. Deswegen habe ich immer versucht, das so ein bisschen mit mir selber auszumachen, sag ich mal. Krasse Geschichte, die mir Sarah erzählt hat. Ja, eigentlich ihren kompletten Leidensweg von der Schule, das Mobbing, die ganzen Tiefschläge und auch die Probleme natürlich daheim, bis sie hierher gekommen ist in das Reha-Zentrum, um zu lernen, ja, eigentlich ein glücklicherer Mensch zu werden. Und das Ding ist, sie muss ja hier auch bald wieder raus, in die große Welt zurück, aus der sie ja eigentlich auch hierher gekommen ist. Und diese Welt kann zu dicken Menschen wahnsinnig hart sein. Und es gibt eine Frau, die macht das wahnsinnig wütend und die möchte dieses Problem Gewichtsdiskriminierung auf politische Ebene bringen. Und die treffe ich jetzt in Berlin. Bitte nicht Ricarda Lang, bitte nicht. Da wäre ich jetzt auch sehr gespannt, aber ich glaube fast nicht. Okay, ich bin jetzt wirklich gespannt, wer jetzt hier ansitzt. Und zwar vor der Humboldt-Universität. Hallo, haben Sie einen Moment Zeit, über Gewichtsdiskriminierung zu sprechen? Den Flyer vielleicht mitnehmen? Nächster Versuch. Nathalie Rosenke. Ist die Frau links zu dick? Ich wollte gerade ein besseres Bild gucken, um zu posieren. Wir geben mal noch ein paar Sekunden. Ach so, ja. Nathalie Rosenke, Aktivistin und Vorsitzende der Gesellschaft für Gewichtsdiskriminierung. Also, ja. Ja, natürlich. Also ja, wenn das genau jetzt nicht so ein Bodysuit ist, wo die da drunter gärtenschlank ist. Nein, natürlich. Was sie da natürlich anhat, ist sie einfach. Auch da wieder, das siehst du schon im Gesicht. Ich meine, an dem Kinn, wie das so runterfällt. Ja, nein, sie hat ja gar keinen Hals. Ja, eben. Also der Hals ist so breit wie der Kopf. Ja, nein. Und ja, geht dann so einfach ohne so eine Kurve in die Schulter. Einfach so, zack. Richtig. Ich bin schüchtern heute. Die will bewusst machen, dass dicke Menschen in unserer Gesellschaft oft stigmatisiert und ausgeschlossen werden. Zum Beispiel im Bewerbungsverfahren oder im Gesundheitswesen. Im Gesundheitswesen? Wie kann denn das nur sein? Ist es etwa ungesund, fett zu sein? Ich habe eine Bekannte, die hat mal Diätassistent gelernt. Und die meinte, es wären überdurchschnittlich viele Leute da, halt so wie sie hier. Ja. Und da war da so das geflügelte Wort. Das ist halt nur, weil sie den Leuten, die betreuen, die müssen immer die Snacks wegessen. Weißt du, damit die Leute keine Chance haben, die selber zu essen. Okay. Also die opfern sich immer sozusagen für die Klienten auf. Warte mal. Du meinst, die Diätassistenten selbst sind immer relativ dick gewesen, ja. Was? Okay. Also, ich muss sagen, dann würde ich da gar nicht hingehen. Bei mir ist es auch immer so ein bisschen beim Friseur, wenn ich zu einer Friseurin gehe und ich finde, die hat so eine ganz schreckliche Frisur, dann weide ich die lieber. Okay. Ja, ist wirklich so. Also, ich bin froh, dass meine beiden Friseurinnen sehr schöne Haare haben. Deswegen bleibe ich auch bei denen. So, und jetzt kriegt man die harten gesellschaftlichen Diskriminierungsstrukturen. Ja, in den letzten anderen Minuten. 3, 2, 1. Das ist eigentlich ein Gesetz gegen Diskriminierung. Das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Wer wegen der Herkunft, des Geschlechts, der Religion, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität diskriminiert wird, kann dagegen klagen. Okay, wo steht jetzt dick? Ja, das wird jetzt wahrscheinlich das Problem sein, dass das dort noch nicht steht. Das müsste jetzt in Punkt 7 gehen. Körpervielfalt. Ja. Oder so ähnlich. Also das wird mir jetzt sehr abstrus. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie das hier weitergeht. Wer bis jetzt nicht klagen kann, sind Dicke. Genau das möchte Nathalie ändern. Sie will, dass auch Diskriminierung aufgrund des Gewichts verboten wird. Du hast recht, ja. Also im Augenblick ist es ja... Ich bin halt klug, ne? Uns nicht dick zu sagen, weil wir so denken, ja, da ist ja so viel Negatives mit verknüpft. Also mit dick wird ja so assoziiert, faul, nicht repräsentabel, leistungsschwach, willensschwach. Ich könnte die das... Ungesund... Hm. Oh, sie hat doch so eine richtige, es tut mir leid, Schweineschnauze. Wir sind ja eh schon gebannt, jetzt können wir so alles sagen.
Das würde ich zum Beispiel gar nicht sagen. Also für mich gerade andersrum, ich finde, die ist für mich so ein klassisches Beispiel. Wenn die jetzt so schlank wäre wie die Links, wenn die ein bisschen abnehmen würde, finde ich, könnte die eine richtig schöne Frau sein. Boah, also, weiß ich nicht. Doch, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also da fehlt es mir jetzt so ein bisschen an Vorstellungskraft, tatsächlich. Ja, doch, doch, wenn du mal so guckst, hier gibt ja immer mal so Bilder, hast du bestimmt auch mal gesehen, hier vorher, nachher, wo Leute so richtig dick waren und dann schlank und du erkennst die gar nicht wieder, aber also, ich meine, doch, doch, also, ich kann die mir sehr gut als schlanke Frau vorstellen und die würde gut aussehen. Okay, ich sag jetzt mal nichts, ich kann mir es halt nicht vorstellen. Okay. So unendlich fortsetzen und das Problem ist aber, dass das Wort so negativ aufgeladen ist. Das Wort selbst ist nicht das Problem, sondern wir müssen da wirklich dran arbeiten, das wieder rauszuziehen. Was würdest du dir denn von der Politik wünschen? Und zwar so schnell wie möglich. Rückenwind. Rückenwind in dem Sinne von, dass Gewichtsdiskriminierung erstmal als politisches Thema überhaupt wahrgenommen wird und verankert wird, insofern, dass Fördermittel freigesetzt werden. Wir haben im Augenblick... Also sie will Geld. Ja. Geil. Geld, wow, für größere Einkäufe. Um es jetzt mal ganz böse zu sagen. Nee, vor allem will sie so, ach, keine Ahnung. Das ist so dieser, die, naja, wie sagt man, das selbst, sich selbst erhaltende System nach Niklas Luhmann. Also, ja, wir brauchen mehr Geld und dann können wir wieder das an die größere Glocke hängen, dass es diese Gewichtsdiskriminierung gibt. Und dann können wir damit wiederum mehr Geld von der Politik abzwacken. So ein bisschen dieses System Amadeo-Antonio-Stiftung, weißt du? Genau, so klingt das hier. Wir brauchen mehr Geld, um es sichtbar zu machen, genau, damit wir es noch sichtbarer machen können. Und da müsste unsere Stiftung dann mit mehr Posten ausgestattet werden und deswegen brauchen wir wieder mehr Geld und dann finden wir raus, weil wir mehr Geld haben, können wir neue Studien machen, dass Dicke so und so diskriminiert werden und deswegen brauchen wir noch mehr Geld und ja, du verstehst, was ich meine. Fast ja, ausschließlich ehrenamtliche Organisationen, die darauf arbeiten. Und mit Ehrenamt jetzt sowas anzubieten, zum Beispiel wie Antidiskriminierungsberatung oder die Betroffenen in irgendeiner Form zu betreuen, das ist ein Ding der absoluten Unmöglichkeit. Ja, das war's jetzt. Wow. Das war's? Also ganz schön schwach. Also das war wirklich ein schwacher Beitrag hier. Meine Güte. Also ja, das Einzige ist, wir müssten das Grundgesetz erweitern. Ja. Das ist das Diskriminierende. Ja, das ergibt keinen Sinn. Ja, und das haben die ja auch überhaupt nicht begründet. Also es hat hier einfach die Begründung gefehlt oder die Beispiele, warum jetzt Dicke diskriminiert werden. Also wir können ja nochmal kurz zusammenfassen. Worum ging es genau? Also am Anfang haben sie irgendwie... Ach so, da die haben sie... Die Schönheitsideale über die Zeit vorgestellt. Stimmt, danke, genau. Da haben sie erstmal haben sie dir erklärt, was der Begriff dick bedeutet, also mit diesem Rohr, mit diesem Umfang, um Gottes Willen. Dann ging es um so das Thema Schönheitsideale. Dann haben wir hier diesen dicken Tänzer gehabt und dass der halt früher gehänselt wurde oder Probleme hatte oder so und jetzt Erfolg hat mit seiner Tänzerei. Aber nicht, weil er dick war, sondern weil er einfach mal zur falschen Zeit am falschen Ort war. Ja, eben, genau. So, dann ging es um Schönheitsideale in der Popkultur, sag ich mal. Hm. Also Models und Cartoons und so. Und dann ging es jetzt um, dass wir eine Mädel, die dunkelhäutige, die da gemobbt wurde. Die wirklich wegen dem Gewicht auch gemobbt wurde, im Kontrast zu dem ersten. No? Weiß ich jetzt nicht mal. Das kam für mich gar nicht in ihrer Geschichte so explizit raus, ob sie. Also das wird bestimmt ein Teil gewesen sein mit dem Gewicht, aber ich weiß nicht, ob nur deswegen. Also, na gut, das wird sich einfach so. Also so kam es schon für mich rüber, aber. Ja. Wie gesagt, die tat mir richtig leid. Genau, und jetzt ging es am Ende um diese Tante, die halt irgendwie Geld will, um gegen Diskriminierung was zu tun, um irgendwelche Posten zu schaffen. Und um das Grundgesetz zu ändern. Ach so, ja genau, aber die Beispiele jetzt, um das Grundgesetz zu ändern, die haben jetzt hier die ganze Zeit gefehlt. Und was man noch dazu sagen muss, wir haben jetzt, vielleicht nochmal für die Zuschauer, das ist jetzt hier von dem Format Respekt. Und die haben ihre Beiträge so gemacht, die haben eine 28-Minuten-Version, also doppelt so lang, und eine 14-Minuten-Version, die heißt dann Respekt Kompakt. Wir haben jetzt die 14-Minuten-Version gesehen und da haben halt entsprechend ein paar Sachen gefehlt, die in der langen Version noch drin sind. Und da kann man jetzt also davon ausgehen, die haben ihre besten Argumente drin gelassen in diese 14 Minuten. Richtig. Und diese besten Argumente waren nicht sehr gut. Also die waren einfach nicht mal vorhanden. Nicht vorhanden, ja. Also ja, dieser Titel, dick und diskriminiert, gelten Grundrechte nur für Schlanke. Und vor allem steht noch in der Unterzeile quasi, haben alle Menschen gleiche Rechte? Nicht, wenn sie zu viel wiegen. Hey, das habt ihr doch jetzt hier gar nicht so gezeigt, dass alle Menschen nicht gleiche Rechte haben, wenn sie zu viel wiegen.
Also so ein Schwachsinn. Also vielleicht mal noch zwei Sachen zu der ganzen Causa hier. Zum Ersten würde ich diese Aktivistin am Ende wegsperren, wenn ich hier in der Regierung wäre, Oha. weil wir leben im besten Deutschland aller Zeiten. Und das heißt, das Grundgesetz ist ideal. Das heißt, es muss nicht geändert werden. Ja, Ja, genau. also das ist ein Angriff auf unsere demokratische perfekte Grundordnung. Die Frau muss weg. Richtig, richtig. Der Verfassungsschutz sollte sie beobachten. Und jetzt vielleicht mal noch was Unspaßiges. Wenn ich so an die Musterung damals denke, wenn du fett warst, dann warst du vom Wehrdienst befreit. Ach so? Punkt. Ja. Naja, da warst du Aha. halt, also ab einem bestimmten Gewicht warst du dann T5, das heißt halt ausgemustert oder Ah, wehruntauglich. okay. Ah, okay. Ja gut, klar, kann ich mir vorstellen, weil du kannst auch dann im Laufe dieses Grundwehrdienstes in den 9 Monaten nicht schlank genug werden, um wehrtauglich zu sein. Also um dann auch Ja, wehrtauglich zu werden. da gibt es schon ganz praktische Grenzen im Sinne von, es gibt für dich gar keine Kleidung in Ausrüstung. deiner Ja, Größe. genau. Ne? Ja, Deine Koppel passt gar nicht mehr um deinen Wanst und solche Späße. Also, ja. Ja, krass, krass. Ja, verstehe ich schon. Okay, witzig. also so in der Rückschau hätte ich mir die 9 Monate gerne gespart damals. Ne? Ah, Da wäre okay. ich gerne ausgemustert worden. Ne? Ja, so ist Siehst es du, jetzt halt. halt nur dick sein müssen. Da Ja, wärst du nämlich scheiße. diskriminiert worden. Die Brille hat nie gereicht, weißt du, damals. Ja. Oh Gott. Naja. Artischocken mit Brillen, die wollten sie gerne beim Bund. Ja, Oh also Gott. absoluter Käse. Also ich hätte ja wenigstens Wirklich Käse. so ein irgendwas erwartet. So ein Eine. Argument. Ja, was ist euer bestes Argument? Also ist das euer bestes Argument? Ah, oh, es ist wirklich Dass schlecht, man ist nicht wirklich. klagen kann dagegen. Ja, also es werden mal wieder hier offensichtlich Gebührengelder einfach verschleudert für Schwachsinn. Also das ist journalistisch Schwachsinn gewesen, inhaltlich Schwachsinn. Also und dazu noch vor allem so extrem politisch, naja, wie soll ich sagen, so einseitig aufgeladen, politisch aufgeladen. Also es ist wirklich öffentlich-rechtlicher Rundfunk mal wieder von der allerschlimmsten Sorte. Vielleicht noch am Ende eine Sache, die dir ganz kurz angeschnitten haben, bei dem Bewerbungsschreiben, dass da diskriminiert werden würde. Wegen Ja. dem Foto und so. Ja. Das kann eventuell stimmen, aber Würde ich soweit ich sogar davon weiß, ist es doch ausgehen. jetzt so, dass du dich ohne Bild bewerben kannst oder dass es sogar mittlerweile Stimmt. Standard ist. Also Stimmt. dieser Punkt ist ja auch nicht mehr existent. Richtig, richtig. Wobei man dazu sagen muss, ich denke im Gespräch, wenn du dann eingeladen wirst, ich denke mal schon ganz ehrlich, dass das ein Faktor sein wird. Also die hat vor uns gesagt, zum Beispiel die Frau, ja, dick sein wird assoziiert mit Leistungsschwäche und Faulheit und mangelnder Disziplin. Und das sind jetzt alles so Punkte, wo ich sagen würde, ja. Also wenn du nicht mal genug Ja. Disziplin zum Essen hast, würde ich vielleicht als Arbeitgeber dann mir Gedanken machen, hat er jetzt auch Disziplin in dem Job? Also, Aber keine Ahnung, wenn ich jetzt die diplomierte Diplom, oh Gott, Diplombiologin, sehr schöne Doppelung, die diplomierte Biologin vor mir sitzen habe, die frisch von der Uni ist und das in der Regelstudienzeit geschafft hat und so, und die wiegt 120 Kilo, dann denke ich nicht, okay, die ist irgendwie Ja, faul gewesen oder was weiß ich, alles ne? Also. klar, das ist klar. Worauf ich hinaus wollte, es geht dann so ein bisschen um das Thema Vergleichen. Wenn du jetzt zwei ähnliche Bewerber hast, dass du dich dann vielleicht eher für den Schlankeren entscheidest. Ich denke, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sowas tatsächlich messbar ist und tatsächlich Klar, klar, klar. vorkommt. Also dem würde ich jetzt nicht mal widersprechen. Wobei dann beim persönlichen Gespräch kommt dann auch sehr viel die menschliche Note rein. Also da geht es ja dann nicht bloß um den Eindruck. Also du kannst ja dann Ja, auch klar. irgend so einen Schönling sitzen haben, der aber absolut unangenehm ist, so schon der Ja. Stimmlage und vom Auftreten. Und dann hast du halt den 100-Kilo-Typen, der aber so ein richtiger Launebär ist, sag ich mal. Ja, Dann würde ja. ich immer den Letzteren nehmen. Richtig, richtig. Also Aussehen ist nicht alles. Was für eine Gut. Weisheit zum Abschluss hier. Genau, ich würde auch sagen, wir können das hier zum Abschluss bringen. Ja. Unser Fazit: Unsinn, großer Unsinn, diese Doku. Ja. Dafür zahlt ihr 18,36 Euro. Viel Für nichts, Spaß. genau. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Mehrwert bei uns. Ja, hoffe ich auch. Und in dem Sinne, gerne bis zum nächsten Mal. Genau, haut rein, Leute. Tschüss.